Hallo, zurück hier bei Tomb Raider. Wir begeben uns in die Tiefen des Schiffs, um Alex hier endlich mal rauszuholen. Und das Schiff beginnt ja schon zu sinken, das heißt, wir sollten uns vielleicht beeilen. Da ist er ja. Au. Alex, bist du das? Lara, heilige Scheiße, was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert, aber mit dem Frachttag kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ja, mit diesem Frachthaken meint sie wohl. Verdammt! Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Okay, dort ist eine Leiter. Und wo kommen wir denn da hoch? Hier kommen wir da hoch. Okay, das heißt... Das heißt, wir müssen es hier rüberkriegen. Und wie kriegen wir es denn darüber? Ach, da habe ich eine Idee. Okay, dann müssen wir jetzt hier drauf. Ja, jetzt steht es doch wieder genau da, wo es vorher war. Wir ziehen das jetzt hier einfach mal darüber und dann drauf springen und dann müsste die Sache hier eigentlich funktionieren. Jawohl. Jetzt flenn doch hier nicht rum, wir holen dich da schon raus. Alex, ich hol dich ganz schnell da raus. Okay, jetzt den Weg frei holen. So, und dann ziehen wir das hier hinter und dann müsste ja eigentlich wieder frei sein. Ja, nochmal mitfahren hier, nochmal frei sein, nochmal rückwärts für 5 Mark. Oh, Alex, du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mach raus. Oh Gott! Oh, tut mir leid, tut mir leid. Gut, das war's wohl mit der Tanzkarriere. Ein Auf. Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Jetzt.
einzige Trick, um in der Nähe zu klettern. Okay. Ein Verlust nach dem anderen müssen wir hier hinnehmen. Ja, es hätte überhaupt keiner sterben sollen, von Anfang an nicht. Wenn wir das hier runterziehen. Dann schlägt es uns einen Weg frei. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Sie haben etwas in den Klippen gefunden. Ein altes Grab. Vielleicht finde ich dort Antworten. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Ja, ob sich ein Menschenleben für ein paar Schraubenzieher gelohnt haben, das wird sich noch herausstellen. Oh, hier oben machen wir das jetzt. Okay. Es werde Licht. So, dann mal zurück zu den anderen. Aber vorher gehen wir hier noch durch. Na, das hat sich ja gelohnt. Wieso schießt du denn nicht, Fräulein?
bist jetzt endlich tot, du Sau, ja? Oh, 590 Bergungsgut, da setzen wir uns doch mal schnell vors Lagerfeuer. Sogar eine neue Fähigkeit. So, was machen wir denn? Jäger-Upgrades. Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf um zusätzliche Belohnungen. Schaltet das Kopfschutz-Fadenkreuz frei. Na, okay. So, was können wir denn hier noch machen? Die Schrotflinte, wie immer. Da sind es 400, 300 und 350. Das heißt, wir nehmen das kleinste. Dann könnten wir schneller wieder etwas Neues machen hier. Geheimes Grab in der Nähe. Ja, das machen wir wann anders. Wir gehen zu den anderen. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, yes. Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ja, immer diese Reyes. Und? Hast du, was du brauchst? Ja. Sobald dieses Teil repariert ist, müssen wir nur noch die Ventile reinigen. Und dann was? Bleibst du hier? Nein, ich sehe mir die alte Basis in den Klippen an. Dann solltest du gehen. Wir werden nicht auf dich warten, Lara. Ich habe keine Zeit zum Reden. Ich muss mich um dieses Teil hier kümmern. Ja, Sam hält ihren Schönheitsschlaf anscheinend. Und was hast du, Verräter, zu sagen? Sam hat viel durchgemacht. Deshalb passe ich etwas auf sie auf. Sie muss etwas schlafen. Viel Glück bei der alten Basis, Lara. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Wer weiß, welche Geheimnisse du entdeckst. Kannst du doch, aber du bist zu feige, um mitzukommen. Das ist der Grund. Wir sollten besser nicht reden. So, wo ist denn Jonah? Ja,
Ja, hier ist er nicht. Dort vorne sitzt er. Ich werde hier Wache halten. Reyes arbeitet an der Maschine und die anderen ruhen sich aus. Bleibst du die ganze Nacht wach? Whitman übernimmt später die Wache. Traust du ihm immer noch nicht? Nein, und das rate ich dir auch. Sei vorsichtig, wenn ich weg bin. Behalte ihn im Auge. Hoffentlich findest du da oben, was du suchst, Lara. Ja, das hoffen wir auch. Inständig. Ja, ganz schön viel. Die Witze, aber hier hält ja ganz schön viel aus. Jetzt haben wir drei Magazine oder zwei Magazine verballert. Ja, wie der Weg in die Festung, in diese Anstalt da oben aussieht, das sehen wir leider erst in der nächsten Folge. So, das nehmen wir noch mit. Wie immer, danke fürs Zusehen. Alles, alles Liebe von mir für euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.